Ich begrüße Sie zur 63. Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode. Ich stelle die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit fest. Hatten sich vor einigen Minuten bereits 42 Mitglieder des Stadtrates eingetragen gehabt. Und wie immer weise ich Sie darauf hin, dass eine Verletzung von Form und Frist der Ladung als geheilt gilt, wenn der Mangel nicht spätestens bis zum Eintritt in die Tagesordnung geltend gemacht wird. Zur Tagesordnung selbst. Ich werde nach der Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse unter dem Tagesordnungspunkt Bericht des Oberbürgermeisters gern ein paar Worte anlässlich der letzten Ratssitzung in dieser Wahlperiode an Sie richten. Anschließend folgt dann die Einwohnerfragestunde. Die Tagesordnungspunkte 15, 23, 27, 1, 27, 2, 27, 3, 27, 4, 27, 18, 27, 20, 27, 23 und 40 im öffentlichen Teil sowie den Tagesordnungspunkt 41 im nicht öffentlichen Teil nehme ich auf Wunsch der Einreicher bzw. weil es noch Klärungsbedarf besteht oder es noch im Geschäftsgang ist, von der Tagesordnung. Ohne Debatte sind die folgenden Tagesordnungspunkte 7, 9, 11, 12, 14, 22, 25, 29, 30, 31 sowie der gesamte verbliebene nicht öffentliche Teil. Also wir können heute eine hohe Produktivität schaffen. Die 47 nicht mehr. Die hat nochmal Redewunsch angemeldet worden. So, die Tagesordnungspunkte 17 und 18, jetzt um die Filmnächte, werden wir gemeinsam behandeln. Und wie üblich treten wir in die Pause gegen 18.30 Uhr ein. Und danach, auch wie üblich, kommt zunächst der nicht öffentliche Teil. Damit eröffne ich die Sitzung und frage zunächst, ob es Ihrerseits Änderungsbedürfnisse, Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt. Und da schießen die Wortmeldungen hinein. Gehen wir in der Reihenfolge der Eingangs hier vor. Herr Genschmann, dann Herr Lazinski. Eins, zwei, jetzt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte gerne beantragen, den Tagesordnungspunkt 27, Punkt 27 am Freitag als erstes zu behandeln und den zweiten Tagesordnungspunkt, was ich zu beantragen habe, ist der Top 34. Dort beantragen wir Zurücküberweisung in die Ortschaften. Dann haben wir als nächstes Herrn Lazinski und dann Frau Filosjene. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich würde gern ein Rederecht zu Top 32, das handelt sich um die Jugendhilfe im DDR-Regime, würde ich ein Rederecht für Herrn Jürgen Sauer beantragen. Und damit er sich auch zeitlich einrichten kann, bitte ich darum, also beantrage ich das Ganze am Freitag nach der Pause zu behandeln. Dann machen wir sein letztes. So, dann haben wir als nächstes Frau Filosjene, dann Herr Kaden. Ja, Herr Oberbürgermeister, auch ich möchte zwei Rederechte und damit auch im Prinzip feste Uhrzeiten beantragen, damit das auch funktioniert. Das erste ist Top 27, 14.
Das ist die Begrünung, Verstetigung und Aufenthaltsqualität vor dem Kulturpalast verbessern. Da beantrage ich Rederecht für die Intendantin der Dresdner Philharmonie oder des Kulturpalastes, Frauke Roth, und würde das daher, damit es mit ihrer Terminplanung auch übereingeht, auch morgen als erstes beantragen. Wenn jetzt ein anderer Punkt vorher eine Mehrheit kriegt, dann halt als zweites. Aber jedenfalls so schnell wie möglich nach 15 Uhr. Und das zweite Rederecht, was ich beantragen möchte, ist für Top 2719, unseren Freiflächenantrag. Da möchte ich Rederecht für Herrn Kamradek von Tollerave e.V. beantragen und deshalb den Punkt gerne heute nach der Pause behandeln wollen. Ist notiert. So, dann machen wir weiter, Herr Karten und dann Herr Schmidt. Herr Oberbürgermeister, Sie haben vorgeschlagen den Tagesordnungspunkt 17 und 18, beides einmal Antrag und einmal Vorlage zur Thematik Filmnächte, gemeinsam zu beantragen. Aus meiner Sicht, und das wäre mein Vorschlag, müsste dann aber die Abstimmung bitte so erfolgen, dass wir zunächst mal über den Tagesordnungspunkt 18, also den Antrag der CDU, abstimmen. Sollte der Erfolg haben, dann würde sich der Tagesordnungspunkt 17 aus meiner Sicht erledigen. Es müsste auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Abstimmung des Tagesordnungspunkt 18 vor dem Tagesordnungspunkt 17 erfolgt. Und das würde ich hier auch so beantragen. Okay, ist aufgenommen. So, dann Herr Schmidt, dann Herr Hans. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich würde beantragen wollen, den Tagesordnungspunkt 32 nochmal zurückzuüberweisen. Und zwar gab es da eigentlich eine Abstimmung im Kulturausschuss, dass dieser Tagesordnungspunkt in den Beirat für Erinnerungskulturen übergeben wird. Der Beirat ist ja inzwischenzeitlich konstituiert. Jetzt hat der Kulturausschuss trotz allem auf Wunsch der Einreicher ein federführendes Ausschussvotum getroffen. Ich glaube, es wäre trotz allem sinnvoll, den Beirat für Erinnerungskulturen, bevor wir final entscheiden, nochmal mit dem Thema zu befassen. Und deswegen bitte ich um Rücküberweisung in diesen Beirat und dann entsprechende Wiederaufrufe zur Tagesordnung, wenn der Beirat getagt hat. Die 32, genau. Ist notiert. So, dann kommen wir zu Herr Hans und dann Herr Pinkert. Herr Oberbürgermeister, ich möchte beantragen, den Tagesordnungspunkt 9, der jetzt ohne Debatte sein soll, zurück in den Sport- und den Finanzausschuss zu überweisen, weil mittlerweile ja die Dramatik der vor uns liegenden Haushaltssituation zum Beispiel dadurch deutlich geworden ist, dass jetzt eine Haushaltssperre quasi für den Kita-Eigenbetrieb verhängt wurde. Ich gehe auch davon aus, dass Sie in Ihrem Bericht des Oberbürgermeisters auch ein paar Worte vielleicht zu der Haushaltsklausur, die Sie ja mit dem Beigeordneten geführt haben, sagen werden. Und ich glaube, es ist eher fair, auch gegenüber Dynamo Dresden, dass wir das ordnungsgemäß behandeln, wie der Zuschuss in den nächsten Doppelhaushalt aussehen wird, als sozusagen das mit dem Haushaltsvorbehalt, der in dem Antrag steckt, einfach dann während der Haushaltsverhandlungen nur zu tun. Und es konnte auch von der Verwaltung im Sportausschuss auf meine wiederholte Nachfrage nicht wirklich deutlich gemacht werden, wie groß der Unterschied zwischen der Begründung der Verwaltung für diese Beihilfe, die deutlich weniger dramatisch jetzt in der Begründung ja ausfällt oder eigentlich das in Frage stellt, dass die Höhe überhaupt so gerechtfertigt ist und deren Darstellung von Dynamo Dresden ausgeräumt werden. Also deswegen denke ich, sollte das nochmal ordnungsgemäß, und dann passiert das ja quasi im Rahmen auch der des eingebrachten Haushaltes unter dem Lichte insgesamt, um das solidarisch in der Stadt auch zu beraten, im Ausschuss behandelt werden. Deswegen Rücküberweisung in die zwei Ausschüsse. Finanzen und was war das weiter? So, dann haben wir als nächstes Herrn Pinkert und dann Frau Arnert. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich beantrage den Top 27.24 Abmietung Objekt Hermann-Mende-Straße morgen als zweites nach der Pause aufzurufen. Der Grund ist, dass hier jeden Tag weiterhin ein hoher fiskalischer Schaden für die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ohne Änderung dieses Mietvertrages. Danke. So, dann haben wir Frau Arnert und dann Herr Dr. Deppe. Dann
zwei Punkte. Zum einen bitte ich darum, dass wir den Tagesordnungspunkt 38 noch einmal zurücküberweisen in den Kleingartenbeirat. Grund ist, dass erst nach der Befassung des Kleingartenbeirates eine recht umfangreiche Stellungnahme schriftlich vorlag. Das Ansinnen hat breite Mehrheit, haben auch das Signal der Stadtverwaltung, dass sie das entsprechend umsetzen möchte, aber es sollte vielleicht dort dringend nochmal beraten werden. Deshalb Rücküberweisung Kleingartenbeirat. Und dann möchte ich Gegenrede halten zum Antrag der Grünen, was den Tagesordnungspunkt 9 betrifft. Das ist nun wahrlich oft genug hier im Stadtrat, im Finanz- und im Sportausschuss beraten worden. Wir sind da finanziell entsprechend gebunden. Es wird sich da auch nach einer Befassung in Finanzen und Sport nicht nochmal was dran ändern und wir sollten das heute hier beschließen. So, und dann Herr Dr. Deppe noch. Ja, ich möchte auch eine Gegenrede halten, nämlich zu dem Antrag auf Überweisung des Top 34, Energiewende entschlossen unterstützen, in die Ortschaften. Es geht bei diesem Antrag um einen reinen Grundsatzbeschluss, dass der Stadtrat seinen Beschluss von 2013 eben keine Windkraftanlagen auf Dresdner Stadtgebiet zu errichten widerruft, dass eine Potenzialanalyse gemacht wird und dass man überlegt, wie man mit möglichen Einnahmen durch diese Windkraft und mögliche Windkraftanlagen umgeht. Es wird damit keine einzige Festlegung getroffen, ob und wo in einer Ortschaft Windkraftanlagen errichtet werden. Das ist nicht Gegenstand dieses Antrags und deshalb erübrigt sich auch die Überweisung in die Ortschaften. So, gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? Das kann ich nicht erkennen. Und dann gehen wir mal hinein in die Abstimmung über die ganzen Anträge, die Sie gestellt haben. Da starten wir hinein. Also der Punkt 27 war beantragt, Freitag als erstes zu behandeln. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Zweiundzwanzig Ja, 40 Nein, keine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. So, dann ist beantragt worden, 34 zurück zu überweisen in die Ortschaften. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 30 Nein, keine Enthaltung. Damit ist das heute nicht auf der Agenda, sondern rücküberwiesen Ortschaften. So, dann haben wir den Tagesordnungspunkt 32. Hier war beantragt Rücküberweisung oder überhaupt Überweisung in den Beirat Erinnerungskultur. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das ist positiv, 44 Ja, 19 Nein, 0 Enthaltung, damit rücküberwiesen Erinnerungskultur. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9. Hier war Rücküberweisung in den Finanz- und Sportausschuss beantragt. Wer dem folgen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 42 Nein, 2 Enthaltungen, hat keine Mehrheit gefunden. Bleibt auf der Tagesordnung. So, dann haben wir den Punkt
27/24 am Freitag als zweites nach der Pause, das erste nach der Pause, kommen wir dann in der Abstimmung. Ach nee, stimmt, die haben wir schon erledigt, die 32 haben wir. Also wer ist denn als erstes nach der Pause am Freitag? 14, okay, Entschuldigung. Habe ich mir falsch aufgeschrieben, 27/14, Entschuldigung. Nee. 24/14 komme ich danach, habe ich auf dem anderen Zettel stehen. Ja, das ist schon richtig. Da war auch bei dem 27/24 beantragt, dass er am Freitag nach der Pause, also er hat mit dem 1 gar nichts zu tun, jetzt, das eine war zu Beginn, nie alles durcheinander bringen, ne? Einfach mich machen lassen. Der würde jetzt, weil der 32 rücküberwiesen worden ist, würde der am Freitag nach der Pause dann direkt als erstes, wenn Sie dem stattgeben, behandelt werden. Also wer bei dem 27/24 dafür ist, dass das am Freitag als erstes nach der Pause behandelt wird, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, hat damit keine Mehrheit gefunden, bleibt es erstmal so, wie es ist. So, dann haben wir die 38, hier war Rücküberweisung in den Kleingartenbeirat beantragt vom Einreicher selber. Wer für die 38 Rücküberweisung in den Kleingartenbeirat ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Eine Nein, 2 Enthaltungen, damit auch so bestätigt. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Zettel. Dann haben wir zunächst, würde ich mal die Rederechte kurz machen und dann nochmal die Reihenfolge. Rederecht für 27/14, Frau Geroth, wer dem stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Nein, keine Enthaltung, damit so stattgegeben. Dann haben wir Rederecht beantragt bekommen zu 27/19. Bruno Kamradek, wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Keine Nein, keine Enthaltung, damit auch so stattgegeben. Das Rederecht zu 32 hat es ja übrig, weil wir das ja zurücküberwiesen haben. Insoweit brauchen wir das auch nicht mehr abstimmen. So, dann kommen wir zur Reihenfolge noch. Da ist beantragt 27/14, da wo wir gerade Rederecht für Frau Geroth bestätigt haben, am Freitag zu Beginn der Sitzung zu machen. Da darf ich fragen, wer dem folgen möchte. Nee, haben wir nicht abgestimmt. Eine Enthaltung. Damit ist 27/14 Freitag als erstes. Gut. Und dann ist beantragt worden 27/19, da wo wir Rederecht für den Vertreter von Toller e.V. Gerade bestätigt haben, heute nach der Pause. Also 27/19, heute nach der Pause. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
28 Ja-Stimmen, 34 Nein, keine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Es bleibt also eingeordnet, wie es ist. So, und dann der Vorschlag gewesen, dass wir bei der gemeinschaftlichen Behandlung der Punkte 17 und 18 zunächst dann in der Schlussabstimmung erst 18 abstimmen und dann 17. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 16 Nein, 2 Enthaltungen, wäre damit ebenso bestätigt. Damit hoffe ich eigentlich, alle Anträge erwischt zu haben und sehe keinen Widerspruch. Dann können wir über die Tagesordnung so geändert abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 62 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit so bestätigt. Und wir können in die Abarbeitung der heutigen Tagesordnung einsteigen. Und da darf ich zunächst im Tagesordnungspunkt 1 bekannt geben zwei Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der vergangenen Sitzung. Zunächst unter dem Gegenstand Berufung des Chefarztes Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden ist der Beschluss gefasst worden. Erstens, der Beschluss V 1923 aus 22 wird aufgehoben. Zweitens, Herr Rönnam Suleiman wird mit Wirkung zum 1. Juni 2024 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Chefarzt des Instituts für Klinische Chemie und Labor Medizin des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden berufen. Herr Rainer Suleiman erhält eine außertarifliche Vergütung gemäß Chefarztdienstvertrag. Und ein weiterer Beschluss ist gefasst worden unter dem Gegenstand Gewährung einer übertariflichen Tätigkeitszulage bei Aufnahme einer Stellvertreterposition im Orchester der Dresdner Philharmonie. Nach Ausübung einer solistischen Tätigkeit im Orchester der Dresdner Philharmonie ist der Beschluss gefasst worden, der Stadtrat stimmt der übertariflichen Fortzahlung einer Tätigkeitszulage an die koordinierte Solo-Obistin der Dresdner Philharmonie nach deren Wechsel auf die Position der stellvertretenden Solo-Obistin zu. Soweit die Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse unter Tagesordnungspunkt 1. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters.